herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders 3 mit mir und mir. Hallo. Willst du nicht mehr sagen? Okay, dann heute mit nicht. Mit mir und mir klingt doch gut, oder? Wir haben das Rätsel, denken wir, gelöst. Wir haben einfach unten, hätte man auch vorher drauf kommen können, einen Käfer abgefangen, bevor er unten die Lava gefressen hat. Haben ihn hier hochgeschleppt und jetzt haben wir oben zwei Käfer. Ja. Das kann so simpel sein, wenn man einfach mal nicht aufnimmt. Ja, da läuft das viel besser. Ja. Jetzt muss ich bloß schnell sein. Er explodiert gleich. Zu langsam. Ich war zu langsam. Nein. Nimm mal einen Trank. Es piept schon wieder. Okay. Macht dich das kirre, wenn es piept? Ja, das macht mich wahnsinnig. Okay. Käfer. Ich mag die Käfer. Find die voll toll. Mich nerven sie jetzt schon, weil wir das Rätsel nicht hinkriegen. Man muss echt schnell sein. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle. Indem du auch schon vorher anvisierst. Ey, sie betteln sich jetzt voll. Hast du das gesehen? Ich muss mal gucken, wie ich dann laufe. Kann ich jetzt einen aufnehmen? Ja. So. Wo ist er? Steht neben dir. Wirf. Ah, kriegst nicht geworfen. Nee. Aber so musst du es machen, du darfst einfach nicht zu weit laufen. Ja. Er ist, der Cursor ist bloß beim Zielen super empfindlich. Ja. Ja, da haben sie offensichtlich die Programmzeilen übernommen aus Teil 1. Das war die Flugpassage dann zu Tiamat war das. Oh ja, noch, die war richtig krass. Oh, das stimmt. Da war ich immer froh, übel, wenn ich damit durch war. Wo sind die Käfis? Käfis. Käfis. Alles klar. Ich kenne Käfir. Ja, Käfir kenne ich auch. Aber Käfis kenne ich nicht. Ich habe heute echt Probleme zu sprechen. Und Wortfindungsstörung. Ich hoffe, wir sterben nicht, weil wir irgendwann keine Tränke mehr haben und die Käfer ständig uns töten. So könnte es. So reicht es doch schon. Kriege ich den Käfer? Nee. Ah, Yuri, nein! Das ist super schwer. Wenn ich es gleich nicht hinbekomme, musst du es machen. Okay. Du hättest ja den Cursor eben einfach gar nicht nach oben und unten bewegen müssen. Du hättest ihn nur nach rechts gehen müssen und werfen müssen. Das habe ich in meinem Kopf nicht hinbekommen. Und dann wäre gut gewesen. Schleppe ich hier dauernd Käfer ab? Ja. Geht doch nicht. Den springst du sie nicht direkt an. Nee. Du folgst deinen eigenen Rat. Ja. Na gut. Darf ich bitte einen Käfer haben? Jetzt lass es. Nee. Nee, das wird so nicht. Nee, ist wieder weg. Nee, du hast an die Kante geworfen. Du bist hier an der Feldkante hängen geblieben. Komme ich da hin überhaupt? Ja. Also das war, also wenn das auch noch so ist, man kann ja nur Vergleiche ziehen mit alten Teilen, wie in Teil 1, dann kannst du das Ding ja mega weit pfeffern. Aber Fury ist nicht Krieg. Ja, aber sie ist trotzdem eine apokalyptische Reiterin. Die wird ja wohl so einen Käfer ein paar Meter weit werfen können. Sie ist eine Frau. Ja, das hat damit nichts zu tun. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also, kann schon aus Erfahrung berichten, dass Frauen meist schlechter werfen als Männer. Ja, aber sie ist eine apokalyptische Reiterin. Sie wird Kraft haben, genauso viel wie Krieg und Tod. Sie wird ja nicht weniger Kraft haben. So, kriegen wir es jetzt hin? Kriege ich so einen Käfer? Nein. Er ist zu weit weg. Jetzt warst du zu langsam. Ja, ich krieg das nicht hin. Okay, ich mach. Wechsel. Wechsel!
Ja. Moment mal, jetzt habe ich gerade was gesehen. Nee. Man kann sie ja erst aufnehmen, wenn man B angezeigt kriegt, weil sie den gerade so ein bisschen an sich rangezogen hat. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Manche Sachen merkt man echt erst, wenn man selber steuert. So, setz dich mal dahin. Vielleicht. Oh, das war natürlich der richtige Oberfail. Nein, nein! Käfer tot. Käfer tot, ja. Nee, bis der nächste da ist. Nee, ich wollte jetzt den nehmen, der ein bisschen weiter weg ist von dem Ding, aber dann habe ich ihn vor den anderen geworfen. Das geht natürlich nicht. Das funktioniert so nicht. Also wenn wir dafür jetzt noch eine ganze Folge brauchen, dann nehmen wir die Folge aber raus. Ja. Also das müssen wir den Leuten nicht antun. Das ist jetzt der letzte Versuch und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das offscreen gemacht haben. Ganz einfach. Vielleicht auch der vorletzte. Gucken wir mal. Es ist offen! Sehr schön! Wechsel! Huch! Jetzt habe ich meine Maus bewegt, weil die Maus ist ja nicht abgeklemmt vom Rechner. Wo ist der jetzt? Achso. Ich bin gerade ganz orientierungslos. Wir hatten die Rätsel gelöst, Musik. Es ist der gleiche Jingle wie im ersten Teil. Ich habe das nicht gehört. War wahrscheinlich aufgeteilt. Ist das aufgeteilt oder ist das Mono? Die Kopfhörer? Ich glaube, die sollten noch Stereo sein. Dann war es nur auf meinem Ohr vielleicht. Ich habe es nicht mehr auf gehört. Meinem. Achso. Ja, ich habe. Rüberschwingen. Ach so, ich dachte gerade schon, muss ich in den Tod? Jo. Also du merkst, sie visiert das auch so an, wie du es ansteuerst. Ne? Ja. Du bist nicht plötzlich gerade, wenn du es anvisierst. Und tschüss. Ich rede das nicht hin. Oh, wir sind gleich wirklich tot. Ja. Oh nein. Warte mal, wie steuere ich das? Du musst ja auch gerade drauf zulaufen, nicht schief. Nicht. Du läufst so schon total schief drauf zu. Soll ich so laufen? Ja. Das ist so eine ganz komische... Nee, du musst mehr von rechts laufen. Oder einen Doppelsprung machen da. Oh. Musik in meinen Ohren. Spüre das Brennen der himmlischen Klinge. Ich habe Spaß daran, Ecken zu zerstückeln. Jeder braucht ein Hobby. Ich hoffe, du hast mir etwas übrig gelassen. Viel Spaß. Ich versuche es nicht allzu sehr zu genießen. Wir sind aus dem Bosskampf. Wir haben kein Leben mehr. Oh, das ist bedauerlich. Müssen wir auf Heilfragmente switchen. Und das so schnell. Wow. Das kriege ich so nicht hin. Oh. Aua. Da. Ja, ich würde. Und tschüss. Nein! Gott, du darfst halt auch nicht stehen bleiben. Nee, aber das alles ausweichen und suchen, das ist zu viel für mich. Okay. Das kriege ich nicht koordiniert. Okay. Oh nein! Super. Also die Speicherpunkte, ich weiß ja nicht. Sind die Türen noch offen? Wir werden sehen. Ja. Aber das ist bis jetzt ein Riesenkritikpunkt, dass die Speicherpunkte vom Spielfortschritt her, die mögen ja gut gesetzt sein, wenn das jetzt alles offen ist und so. Aber wo du wieder anfängst zu laufen, ja. Also an welchem Punkt du ins Level gespawnt wirst, das geht halt gar nicht. Warum werden wir jetzt nicht wieder in den Bosskampf gespawnt? Das verstehe ich nicht. Nee. Also das macht auch für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das Stabilitätsgründe hat, ob das programmiertechnische Gründe hat, aber das kann ich einfach null nachvollziehen. Dass wir jetzt den Weg dahin wieder laufen müssen. Du hättest einfach nur hochgemusst, ne? Weil die weiße Tür sollte noch offen sein. Aber nein. Du wolltest den Käfer nochmal werfen. Ich wollte nochmal Käfer werfen. Gut ist, nee, klar. Ich stehe auf Käferwerfen. Okay. Ich mag die kleinen Käferchen. Ist das dein neues Hobby? Ja, auch guck mal, da ist wieder so ein Ding. Oh, stimmt, der war eben nicht da, oder? Ja, nee, der war nicht da.
Was machen die? Geben die einfach nur... 10. Hä, aber die geben keine 2339 Seelen. Hast du gesehen, die waren gerade auf 0, weil wir gestorben sind. Und jetzt sind sie wieder auf 2339? Sind das so wie bei Dark Souls die verlorenen Seelen? Die man verliert, wenn man stirbt? Aber sind wir... Ja, das kann sein, aber sind wir, als ich dieses Viech das erste Mal hatte auf diesem Haus... Wir sind da nicht gestorben. Da sind wir nicht gestorben. Und vorhin hatten wir auch eins. Also vorhin irgendeiner Folge. Aber vielleicht hatte das auch eine andere Farbe. Aber das kann natürlich sein, dass das für die verlorenen Seelen, oder dass das ist wie in Dark Souls, dass bin du das wieder aufsiehst. Ich lauf mal von rechts an nach links. Ich habe mit der Kameraperspektive... Und nicht umgedreht. Siehst du? Total Probleme. Also nicht total Probleme, aber es ist... Inwiefern mit der Perspektive? Ich meine, du kannst die Kamera ja mit dem rechten Stick ändern, nach oben, und du kannst ja die Perspektive... Ja, aber anscheinend schaue ich immer so ein bisschen, warte. Oh, hallo Wand. So komisch über ihre Schulter. Ich bin nicht direkt hinter. Egal. Okay. Also habe ich das Gefühl, vielleicht bilde ich mir solche Sachen auch einfach nur ein. Komm da nicht ran. Oh. Aua, oh, der tut echt weh. Du kannst nicht ignorieren, was du bist. Nierenwachstum, was? Was hat er, was hat er gesagt? Ich habe irgendwas mit Nierenwachstum verstanden. Weg. Au. Ich sag dir, ich sag ihn an, wie sehen. Ich krieg ihn gerade nicht. Ja, dann hast du ihn halt immer vor der Nase. Was du bist. Das nennst du einen Kampf? Ich dachte, du wirst da wirklich. Aber damit kann man voll gut ausweichen. Bei Krieg ging das nicht so gut, oder vielleicht ging es auch so gut. Und bei Krieg ging das nur nicht so gut, weil du von vornherein Krieg gegenüber schon immer super negativ eingestellt warst. Nein. Trank. Ich bin nicht. Oh, jetzt habe ich Zorn genommen. Macht auch nichts. Hau ihn mit Zorn weg. Oh, wir können dingsen. Warte, LW und RT. Mit Karte, sag mal. Ey, sie geht voll ab. Bring mir, hat er gesagt, bring mir Krieg? Krieg hätte dich schon lange platt gemacht, du Lappen. Blut? Das mag sie nicht. Offensichtlich nicht. Ich bin auf den Finisher gespannt. Ja, ich auch. Bitte! Deine Herrin ruft dich! Wir reiten aus! Das Pferd! Hat Wüter ein Gewehr in der Hand? Oder? Doch. Wüter hat ein Schwert. Nein! Nein! Nicht das Pferd töten. Wüter, steh auf! Herrin! Schon witzig, woran du dich erinnerst. Zwischen deinen Schreien. Meine Geschwister und ich haben dich immer den Dummkopf genannt. Ja. Je härter du kämpfst, desto stärker ich werde ich. Dich in Stücke reißen! Also, spielen wir jetzt wieder Krieg? Du glaubst, du wärst wütend. Du hast kaum an der Oberfläche gekratzt. Dann lass mich tiefer graben! Das nenne ich einen stylischen Finisher. Ja. Wir wurden reingelegt. Krieg. Die anderen. Hier sind größere Mächte am Werk. Beobachterin. Hilfe. Herrin! Etwas stimmt nicht mit der Welt. Die empfindliche Ordnung ist gestört. Okay. Ach doch, wir kriegen nochmal einen Ladebildschirm. Speicherpunkt. Tritt vor. Ich frage nun, Engel und Dämon, seid ihr aus freiem Willen hierher gekommen? Die Grundsätze der Aushöhlung
verlangen es so. Ja, Fürst des Abgrunds. Ich auch. Ihr beide kämpft diesen Krieg seit Anbeginn der Zeit. Ihr seid müde. Doch die Unsterblichkeit gönnt euch keine letzte Ruhe. Allein der Fürst des Abgrunds kann euch dieses Geschenk gewähren. Die letzte Erlösung. Eure Seelen werden nicht mehr immer wieder in den Kampf für Himmel und Hölle geschickt. Sie gehören jetzt mir. Und ihr seid endlich frei. Feiglinge! Die ungestüme Kreatur erwacht. Verblendete Schachfigur des feurigen Rates. Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich weiß genau, wo ich bin. Der Gestank verrät dich. Der Abgrund ist selbst eine Hölle. Wohl wahr. Doch nur ich allein herrsche darüber. Was hast du ihnen angetan? Nichts, das sie nicht gewollt hätten. Ich sehe dir deine Ungewissheit an. Die wahren Folgen dieses sogenannten Kriegs um das Gleichgewicht übersteigen deinen Verstand. Vielleicht sollte ich dich aushöhlen. Eine Beobachterin. Das bestätigt, was ich bereits vermutet hatte. Du bist nur eine Marionette. Der Rat benutzt dich für seine eigenen Machenschaften. Genug! Im Gegensatz zu dir bin ich nicht hier, um mich zu bereichern. Die 7 Todsünden müssen ein für alle Mal besiegt werden, um das Gleichgewicht zu schützen, das du so verhöhnst. Ich lasse mich nicht aufhalten. Sie spricht die Wahrheit, mein Fürst. Und sie ist beharrlich, gelinde gesagt. Deine Worte bedeuten mir nichts. Sie stinken nach Lügen. Beweise mir dein Bemühen um Gleichgewicht. Hier ist gerade super viel passiert. Und der Typ hat einen krassen Rucksack. Ja. Kriegst du überhaupt Schaden? Nee. Das ist mehr als ein Kampftest. Eine Demonstration, Reiter. Du bist immer schnell kampfbereit, die Peitsche gezückt. Wahre Rechenschaffenheit erfordert wahre Einsicht. Wenn das ein Test war, hast du nichts bestanden. Einem hohen Impuls zu widerstehen, zeigt eine ganz andere Art von Stärke. Spar dir die klugen Worte. Ich kenne meine Stärke. Und wenn ich sie dem Rat demonstriere, werde ich allein die Reiter anführen. Die 7 werden zerstört. Ebenso wie ihr Ziel, die Welt noch schlimmer zu machen als die Apokalypse, die wir bereits kennen. Nun denn. Das hier wirst du brauchen. Eine Flammenfähigkeit? Zu welchem Zweck? Selbst ich weiß, dass man sich manchmal für eine Seite entscheiden muss. Nimm diese Waffe in dem Wissen, dass ich meine Wahl getroffen habe. Doch beherzige dies, Reiter. Das Universum hat so viele Gesichter. Dein Überleben hängt von dem ab, was du hier gelernt hast. Du musst über das hinausschauen, was dir aus dem Spiegel entgegenblickt. Gut. Können wir jetzt gehen? Noch nicht ganz. Wir müssen noch über Abraxas reden. Abraxas? Ein Dämonenwichtigtuer. Wenn die Erde intakt bleiben soll, muss er beseitigt werden.
Er gefährdet dein Gleichgewicht. Seine Seele muss zu mir gebracht werden. Verstehe. Und das soll ich übernehmen. Wer könnte es besser? Ich ziehe es in Betracht. Keine Garantie. Dann hinfort mit dir und deiner Beobachterin. Flammenfähigkeit. Drücke LB und B, um die Flammenfähigkeit zu aktivieren. Drücke Y, um einen Angriff mit der Flammenfähigkeit auszuführen. Halte Y gedrückt, um mit der Flammenfähigkeit einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Okay. Ich drück mal weiter. Ja. Gerade super viel passiert. Ja. Super viel passiert. Probier mal kurz aus. Drück mal LB und B. LB und B? Nee. LB und B? LB ist doch oben, oder? LB, ja. Ist sie schon? Vielleicht füllt sich das Rote jetzt erst auf und das ist irgendwie die Flammenfähigkeit oder so. Vielleicht kann ich das auch nicht hier. Die Flammenfähigkeit. Ah. Etwas ändert sich. Wir in sind mir. Auch schon in der Flammenfähigkeit, sonst ich hätten wir nicht, sonst wären wir nicht Super Saiyajin. Meine Hände durchströmt. Ja. Wir sind nämlich jetzt Super Saiyajin Fury. Kannst du bestimmt durchlaufen jetzt. Meinst du? Okay. Ja. Ich spüre nichts. Als würde ich durch einen Teich warten. Das ist neu und das finde ich ganz cool. Ja. Halte A. Ja. Und da soll ich jetzt hochkommen? Ja. Vielleicht mit einem Doppelsprung und dann A gedrückt halten? Achso, das ist... Kannst du, hält sie sich nicht an der Kante fest? Nee, irgendwie nicht. Vielleicht dann nochmal A? Ach, jetzt, ich war zu weit weg. Fantastisch! Die hat keine Energie oder so? Nee, ne? Nee. Sehe ich richtig. Sehe ich auch. Also, aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt. Ja, wir spielen mit der Flammenfähigkeit in der nächsten Folge weiter. Ja. Und den Flammensprung haben wir jetzt geschafft, Spiel. Es ist alles gut. Wir haben es hingekriegt. Genau. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.